Moin, liebe Strickerinnen und Stricker. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei meinem 45. Strick- und Näh-Podcast. Ja, mein Name ist Tina. Ich sag's nochmal, wer mich noch nicht kennt, lässt mir auch bitte ein Abo und einen Daumen hoch da. Da freue ich mich sehr drüber. Ich habe mich ja jetzt lange nicht gemeldet. Der Podcast ist im Grunde auch schon seit 2 Wochen fertig. Und das erkennt man daran, dass ich, als ich den jetzt angeschaut habe, also meine Notizen angeschaut habe, meine kostenlosen Anleitungen, die ich ja für euch immer raussuche, das waren tatsächlich noch Sommershirts. Ja, das habe ich jetzt nochmal geändert gestern. Heute ist der 14. September 2024, ein Samstag, der Mann ist beim THW. Also habe ich heute Zeit, den Podcast für euch aufzunehmen. Ja, ich habe für euch ein paar kostenlose Anleitungen wieder dabei. Jetzt etwas für den Herbst, was euch vielleicht gefallen wird. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das mache ich dann gleich. Und dann erzähle ich euch eben, was ich heute anhabe. Und zwar habe ich meinen Tulip-Sweater an. Ich stehe mal auf, da kann man ja sehen, hier, das ist der mit diesen Zacken. Zur High-Waist-Jeans sieht er ganz schön aus. Bei der Hose, also ich finde, zur Jeans könnte er ein bisschen kürzer sein, aber ich habe den eigentlich dafür gestrickt, dass ich den zu meinen Röcken, die ich mir selber genäht habe, diese karierten Röcke mit dem Gummizug oben, die recht weit sind, dass ich den eben dazu anziehen kann und dazu passt der perfekt. Aber auch zu High-Waist-Jeans finde ich den gut. Der ist total kuschelig. Ich habe den gestrickt aus der Drops Alpaca Silk und das ist dieser helle Ton und aus einem braun Baby Merino. Ein Braunton. Das ist so ein Haselnussbraun gewesen. Und die Kombination gefällt mir sehr gut. Der ist super weich. Ich habe jetzt allerdings ein langärmeliges T-Shirt drunter, weil es so kalt geworden ist. Das ist ja Wahnsinn. Also letzte Woche Samstag haben wir noch geschwitzt und konnten kaum auf der Terrasse sitzen vor lauter Hitze. Und jetzt muss man schon die dicken Sweater anziehen. Was mich natürlich freut, ich bin keine Freundin der großen Hitze und freue mich, wenn ich da meine gestrickten Sachen anziehen kann. Das war ja jetzt in den letzten Wochen nicht so oft möglich. Aber so soll das ja auch im Sommer sein. Ja, eine weitere Vorschau habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe eine Frage an euch. Ich bekomme ja immer wieder Rückmeldungen, dass ihr euch über diese kostenlosen Anleitungen freut, die ich euch vorschlage. Und da habe ich mir überlegt, ich könnte ja mal 20 Favoriten zusammenstellen, die mir gut gefallen, die jetzt so zum Herbst passen würden. Also sowohl Accessoires als auch Pullis, als auch Cardigans, also vielleicht eine Mütze. Sowas schwebt mir vor. Wenn ihr da Interesse daran habt, dann schreibt mir das gerne unten rein. Dann würde ich vielleicht nächste Woche, wenn ich dazu komme, oder übernächste Woche nochmal einen Podcast machen. Ich hoffe nächste Woche, weil wir ja alle in den Startlöchern stehen und jetzt endlich wieder richtig loslegen wollen. Und dann würde ich euch die schönen Sachen zusammenstellen und würde euch das vorstellen. Vielleicht, wenn ich es hinkriege, auch mit ein paar Garnvorschlägen, die ich mir dazu vorstellen kann. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das gefallen würde. Danke auch nochmal an die Kommentare, die ihr mir oder an euch, die ihr mir unter meinem letzten Podcast fleißig kommentiert habt. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich immer sehr über Kommentare, über E-Mails. Ich hatte auch E-Mails bekommen. Vielen Dank dafür und schreibt mir fleißig weiter. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Wir kommen zur ersten Kategorie und zwar ist das
fertige Projekt. Ich habe ein Projekt fertig, das ich euch beim letzten Mal vorgestellt habe. Und zwar ist das meine Cumulusbluse. Die habe ich ja in rosa gestrickt mit 3/4 Ärmeln. Dann gibt es ja hier an den Ärmeln und am Halsausschnitt gibt es an allen Rändern einen Alcord-Abschluss. Der ist wirklich schön geworden und das ist ein Hauch. Es ist wirklich eine Wolke, der total leicht ist, super weich, so auch kein Vergleich mit der Drops Mohair-Wolle, in der ich den blauen gestrickt habe, den ihr ja schon kennt. Aber ich bin nicht so glücklich damit. Die Wolle hat ja anders als ein normales Mohair-Knäuel auf 25 Gramm, hat die 300 Meter. Und die anderen haben ja so zwischen 200 und 225 Metern. Und dann hatte ich ja gedacht, super, dann brauchst du einen Knäuel weniger. Natürlich hat das nicht funktioniert. Da habe ich mir dann schon gedacht, ja, ich schreibe ja immer alles schön auf, aber eine Notiz, wirklich abzuwiegen, wie viel Wolle ich jetzt für den einen Ärmel gebraucht habe, das wäre eine gute Idee gewesen, weil ich nämlich für den zweiten Ärmel halt mit der Wolle nicht hingekommen bin. Also bin ich nochmal zu Tinkos Strickparadies nach Dortmund gefahren, was übrigens sehr empfehlenswert ist, und habe mir da noch ein Knäuel gekauft. Und es war wirklich knapp am Ende. Selbst mit dem zusätzlichen Knäuel, das waren 6 Stück, die ich hatte, war es knapp. Und ich denke, das liegt eben daran, dass das Garn zwar eine längere Lauflänge hat, dadurch aber auch dünner ist und man natürlich nicht, wenn man eine Reihe strickt, nicht die Breite hinkriegt oder Höhe hinkriegt, die man mit einem etwas dickeren Mohair-Garn strickt. Trotz alledem bin ich glücklich mit dem Pullover, weil der wirklich schön geworden ist. Aber nochmal ein Aber, ich habe den einmal angehabt und mir ist das einfach zu durchsichtig. Das hat eben auch was, glaube ich, erstmal mit der Lauflänge zu tun, aber auch mit der Farbe. Es ist ein sehr edles Teil. Es ist hauchzart und würde, wenn man ausgeht auf eine Hochzeit oder irgend sowas, würde das super aussehen über einem schönen hellen Kleid. Oder auch über einem weißen Rock, also weißer Rock bei einer Hochzeit natürlich eher schwierig, aber vielleicht einen naturfarbenen, cremefarbenen Rock, diese Satinröcke, die jetzt so in sind, und das darüber sehr toll aus, aber so für alle Tage, mir ist das einfach zu schick. Ich merke, dass ich den nicht so viel anziehen werde wie den blauen, den ich ja im Grunde ständig trage. Den hatte ich jetzt schon wieder an. Da habe ich dann auch überlegt, jetzt siehst du den blauen an oder den, und habe mich für den blauen entschieden. Ja, so ist es. Schönes Teil. Ich wollte meiner Tochter schenken. Die wollten nicht haben. Die ist ja immer sehr pickig, was ihre Kleiderwahl angeht. Das ärgert mich immer sehr. Aber naja, sie hat halt ihren eigenen Geschmack und das ist ihr auch zu dünn und sie braucht keinen Bulli, der sie nicht wärmt. Wobei, wärmen tut er ja eigentlich, aber nee, wollte sie alles nicht. Ja, jemand anders habe ich nicht, dem ich den schenken kann. Ja, verkaufen würde ich ihn jetzt eigentlich auch nicht oder spenden, weil ja, ihr wisst ja, was die kostet, die Wolle. Ich habe nämlich hierfür genommen die Lamana Premia in der Farbe 72 Kirschblüte, 60 Mohair, 40 Seide, 300 Meter auf 25 Gramm. 6 Knäuel, ganz knapp. Nadelnummer habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich glaube 5.
Oder vier. Wer es wissen möchte, schreibt mir einfach unten in die Kommentare. Ich schaue dann nochmal in meinen Projektnotizen nach. Finished Object. So. Haben wir abgehakt. Dann geht es weiter mit auf den Nadeln. Ich habe im Moment zwei Sachen, an denen ich vorrangig stricke. Und zwar ist das einmal, den habe ich euch ja auch schon gezeigt, der Gym Sweater von Paula Strickt. Da ist jetzt mittlerweile der eine Ärmel fertig. Für den anderen habe ich hier schon die Maschen aufgenommen. Muss ich nur noch anfangen, habe ich keine Lust zu. Ärmel sind doof. Ich habe mich da auch echt mit gequält. Ja, nicht weil es schwierig war, weil es nicht funktioniert hat oder warum. Ich mag es einfach nicht. Ich glaube, ich bin ja nicht die Einzige, die auf Sleeve Island untergeht, strandet. Und die Sachen dann weglegt und sagt, ja, machst du dann demnächst weiter. Ist aber auf jeden Fall in Arbeit. Und bevor er nicht fertig ist, werde ich, sagen wir mal, zu 80% kein neues Projekt mehr anstricken. Bin immer noch sehr happy damit. Die Farben sind schön. Die... Ist das jetzt die... Ja. Wolle ist schön, die ist, das ist ganz weich. Ich bin sehr glücklich damit. Das ist die Drops Puna. Das ist dieser Braunton in der Farbe 04, 110 Meter auf 50 Gramm, 100% Alpaka, ein ganz tolles Garn. Gibt es aber nur in solchen Naturfarben. Und dann der blaue Streifen ist ein Rest von einem Tuch, das ich, von dem Moonraker Tuch von Melanie Berg, was ich mal gestrickt habe. Und das ist die Wollmeise Twin in der Farbe Admiral. 311 Meter auf 100 Gramm. Sehr schönes Projekt. Sehr schön. Ein bisschen tricky, ein bisschen mal was anderes. Auch die Ärmelkonstruktion ist sehr speziell, deshalb stockt es auch im Moment. Also ich habe jetzt die Ärmel, den anderen Ärmel, die Maschen gestern aufgenommen und habe gedacht, ja, dann strickst du, dann ist wieder was dazwischen gekommen und dann abends hatte ich dann auch wieder keine Lust mehr. So, dann, wer mir auf Instagram folgt, hat schon gesehen, habe ich etwas Neues angeschlagen, was ich relativ spontan in der Planung habe, und zwar den Bella Blocking von Anne Wenzel, den ja gefühlt auch alle irgendwie stricken. Und ich habe mich ja für ein wunderschönes Gelb entschieden und einen Naturton. So, das kann man hier schon, ich mache mir das mal einmal um. So, ja. Also ich werde jetzt, ich bin jetzt beim Rückenteil. Warum? Irgendwie habe ich hier wieder einen Denkfehler. So, beim Rückenteil. Und wenn das Rückenteil fertig ist, dann werde ich das einmal waschen, weil ich habe die Maschenprobe gewaschen und die ist sehr gewachsen. Der ist jetzt hier recht schmal, der hat ja so überschnittene Schultern. Denn, wie ihr seht, wer sich damit beschäftigt hat, mit dem Bella Blocking, der sieht, das ist gar nicht die Anleitung vom Bella Blocking. Nein, ich habe mir nämlich mal von dem Robinia Sweater die Anleitung gekauft. Und hab dann, der kam ja danach raus hier, der Bella Blocking, und dann habe ich gedacht, nee, also nur um jetzt festzustellen, auf welcher Höhe hier dieses Wellenmuster gestrickt wird, kaufe ich mir nicht nochmal eine Anleitung.
wenn ich dieses Muster ja beim Robinia Sweater, dessen Anleitung ich habe, wenn ich das ja eben da habe. Und dann habe ich gedacht, das kriegst du auch so hin und stricke jetzt also den Bella Blocking nach dem Muster vom Robinia Sweater. Der hat nämlich auch so einen U-Boot-Ausschnitt, so ähnlich wie der Jim. Ich bin jetzt so weit, jetzt kommt bald die Bogenkante da. Die ist ja keine Kante, dieses Bogenmuster. Ich bin happy, die Farbe ist wunderschön. Ich finde, das passt auch gut hier mit dem... ja, Creme, Beige, wie auch immer. Ich habe jetzt die Farben von dem Beige nicht hier. Die anderen Farben, ich meine, ich hatte euch die auch schon gezeigt. Das sind diese drei Farben. Ja, macht Spaß einigermaßen, aber ich muss ja wieder in Hin- und Rück rein stricken, bis der hier unten eben unter den Armen zusammengefasst wird und man dann in Runden stricken kann. Die Ärmel werden ja dann auch in Runden gestrickt. Aber macht trotzdem Spaß, weil die Farbe so schön ist und weil die so glücklich macht, dieses Gelb, finde ich. Das ist so sonnig und so und nicht so super knallig, also eine ganz tolle Farbe. Ich sag euch mal, welche Farben ich ausgesucht habe. Ich stricke mit dem Originalgarn. Das hatte ich mir ja gekauft. Da bin ich ja auch zu Tinkos Strickparadies das erste Mal gefahren. Das war Mitte Juni, einen Tag vor meinem Geburtstag, habe ich gedacht, so, du fährst jetzt mal dahin und dann kaufst du dir Wolle. Und da hatte ich das ja schon mir auch aufgeschrieben, was ich an Wolle haben wollte. Und da war das eben schon dabei. Und zwar ist das einmal die Isaga Tweed in der Farbe Lemon. 70% Wolle, 30% Mohair, 200 Meter auf 50 Gramm. Also ein normales Fingering-Garn in Tweed, was sehr kratzig ist. Dann Isaga Silk Mohair, Farbe 22, das ist dieser Senfton, 75% Kit Mohair, 25% Seide, 212 Meter auf 25 Gramm. Dann Isaga Silk Mohair, Farbe 59, das ist dieses zarte, eigentlich nichtssagende Gelb, was ich niemals von alleine mir gekauft hätte. 75% Kit Mohair, 25% Seide, 212 Meter auf 25 Gramm, genau eben wie die anderen, wie das andere senffarbene Knäuel. Dann dieses Beige, das ist Isaga Twinny, 100% Schurwolle, 510 Meter auf 100 Gramm. Das wollte ich eigentlich nicht kaufen, weil das wirklich sehr rustikal kratzig ist. Und es ist so, dass ich aber eine vergleichbare Lauflänge, ich hätte auch natürlich Garn mit 400 Meter kaufen können, aber ich habe gedacht, nee, such mal was anderes, habe bei Lana Grossa und gesucht, aber diese 510 Meter auf 50 Gramm sind schon ein bisschen schwierig gewesen. 250 Meter auf 50 Gramm wären das ja, war irgendwie nicht zu kriegen und ich fand die Farbe auch schön, habe gedacht, okay, dieses Isaga Mohair Garn, das ist so dermaßen weich, da merkst du diesen mega dünnen Faden, merkst du überhaupt gar nicht und das ist auch so, also es fühlt sich weich an, wie es ist, wenn ich es anziehe, ist natürlich wieder eine andere Frage. Das ist jedenfalls die Farbe 6S. Dann haben wir Mohair 50 von Stefis Wolle in der Farbe 00, also ungefärbtes Mohair. 72% Feinkit Mohair, 28% Seide, 420 Meter auf 50 Gramm. Und dann haben wir Drops Kit Silk in der Farbe 12.
75% Mohair und 25% Seide. Da habe ich mir jetzt die Lauflänge nicht aufgeschrieben, aber das sind auch so um die 200 Meter auf 25 Gramm. Die beiden hatte ich noch und dann habe ich gedacht, komm, dann nimmst du doch für den beigen Teil eine andere Farbe, wobei dieses Mohair von Stefis Wolle auch super weich ist und das hat die Kosten noch mal so ein bisschen gesenkt. Ja, zur Anleitung vielleicht noch. Also ich habe mir schon mehrere Anleitungen von der Anne Wenzel gekauft und schrecke immer so ein bisschen ab, weil die irgendwie am Anfang echt kompliziert sind von der Konstruktion. Ich steige dann da nicht richtig durch, dann habe ich auch da keine Lust zu, weil ich ja unbedingt anfangen will. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt probierst du das einfach mal mit der Anleitung vom Robinia. Und die war jetzt total einfach. Also wirklich. Da kein Vergleich zu dem Sailor Sweater, glaube ich, habe ich. Der war schwierig. Und dem der ist so. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall auch wunderschön. Die habe ich mir auch gekauft. Hatte ich auch irgendwie gedacht, das machst du. Mache ich alles nicht, weil ich da schon am Anfang nicht so durchsteige. Und ich habe da im Moment irgendwie keine Geduld zu, muss ich sagen. Also es ist leider so. Tut mir leid. Ja, dann stricke ich ja den Ila Cardigan, den ich jetzt fertig habe. Den habe ich ja aus so einem hellen Ton gestrickt und habe den jetzt gewaschen und gespannt, um zu gucken, ob die Länge gut ist. Die Länge ist gut. Ich müsste nur noch unten das Bündchen dran machen. Und dann habe ich beim Spannen gesehen, ich habe da einen riesen Bock geschossen. Guck mal. Ja, seht ihr das in der Mitte? Hier ist es richtig. Sieht jedenfalls richtiger aus. Ganz richtig ist es auch nicht. Ich hatte nämlich mich einmal vertan, da kam das nicht hin und kam das nicht hin. Und dann habe ich mehrere Reihen zurückgestrickt und war irgendwie aber, ich weiß nicht, ob ich da unkonzentriert war oder ob ich das einfach nicht geschnallt habe. Ich habe irgendwie nicht gezählt, wie viel Reihen ich zurückgegangen bin. Bin immer noch so die althergebrachte Methode, nach der stricke ich. Ich habe das ausgedruckt ja auf meinen Klemmbrettern und wenn ich eine Reihe gestrickt habe, mache ich einen Strich. So. Und dann habe ich aber irgendwie dann wegradiert und dann weiß ich auch nicht, wieder nicht wegradiert und hin und her. Und dann habe ich das Muster an der falschen Stelle weiter gestrickt. Und ich habe mich jetzt entschieden, ich werde ihn ribbeln. Ich wollte ihn euch noch mal zeigen. Ich wollte es eigentlich schon vorher machen. Ich sag mal, wenn ich den anziehe, sieht man es nicht, dass hier dieses lange Ding ist. Man sieht es nicht. Es ist auch schön gestrickt und es ist auch weich und ich bin auch war so glücklich, dass ich endlich fertig war und bin aus allen Wolken gefallen, als ich gesehen habe, ja, das geht ja gar nicht. Ich ribbel den. Ich mag das nicht. Ich werde den nicht anziehen. Entweder stricke ich den nochmal, was ich aber nicht glaube, oder ich stricke aus der Wolle den Kallias Cardigan, der auch von Isabel Krämer ist. Und den ich mir auch vor kurzem gekauft habe. Das hatte ich auch hier im Podcast erzählt, dass die hatte irgendwie 20% oder 30% und dann habe ich mir den gekauft, weil ich den auch so schön finde. Ich bin mir aber noch nicht sicher, weil ich da wieder links stricken muss und das wisst ihr ja, da habe ich ja meine Probleme mit und weil ich
mit der Wolle nicht klarkommen. Ich komme mit dieser Wolle nicht klar. Die ist irgendwie, gerade beim Längsstricken, die ist so rutschig. Trotzdem ich jetzt die Nadel nochmal gewechselt habe und auf Holznadeln stricke, die ist einfach so rutschig, dass die linken Maschen so lang werden. Das ist ein, man muss sich total, man muss, also ich muss alles total festhalten. Ich stricke ja mit einer Nadel 4,5 die linken rein und die rechten rein mit einer Nadel 5. Ich bin, ja, ich weiß noch nicht. Das wird jetzt geribbelt, dann kommt die Wolle weg. Das ist ja die Drops Nord. 170 Meter auf 50 Gramm, 45% Alpaka, 30% Polyamid, 25% Wolle. Und die fühlt sich wirklich toll an, aber die strickt sich nicht gut. Ich habe Probleme, diese Wolle zu stricken. Vielleicht klappt es bei euch besser. Ich muss das jetzt erstmal weg tun. Dann stricke ich ja noch den Poplife Cardigan, an dem es auch nicht weitergegangen ist, weil der eben auch wirklich von der Wolle schwierig ist. Das habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Das erzähle ich euch jetzt nicht nochmal. Jedes Mal, wenn ich denke, ach, du strickst, dann stricke ich nicht, weil mir das einfach für die Hände zu anstrengend ist. Ja, so ist es. Das sind meine Projekte, die ich auf den Nadeln habe. Dann kommen wir mal zu meinen Strickplänen und zum Shopping. Ich habe ja gerade gesagt, eventuell stricke ich den Kallias Cardigan von Isabel Krämer. Wahrscheinlicher ist, dass ich aber den Clotilde Cardigan von Knitting for Olive stricke. Da habe ich mir ja auch vor, ich glaube im Frühjahr, die Wolle gekauft und wollte den ja sofort anstricken und dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Ich weiß gar nicht mehr was. Und die Wolle liegt da oben noch und ich möchte den unheimlich gerne stricken. Der hat ja auch ein Muster, das ist aber vielleicht ein bisschen einfacher noch als das von dem Ila Cardigan, wobei das auch einfach ist. Ich stricke, glaube ich, nur dreimal den Rapport, weil ich eine kleine Größe stricke. Ja. Die Wolle habe ich aber in Knitting for Olive gekauft und könnte ich mir vorstellen, dass ich euch das beim nächsten Mal zeige. Dann habe ich mir überlegt, endlich den Articot-Sweater anzufangen von Eleanor Mortensen. Eine kostenpflichtige Anleitung. Alle Anleitungen, die ich bisher hier erwähnt habe, sind kostenpflichtig gewesen. Die sind auch unten verlinkt. Wenn manchmal vergesse ich eine, aber die findet ihr dann schon, denke ich. Und ihr könnt auch alle Anleitungen in meinem Ravelry-Konto finden. Da sind alle Anleitungen, die ich gekauft habe, sind ja da gespeichert. Da könnt ihr reingehen und schauen. Und mein Name steht auch unten in den Shownotes. Oder ich stricke den Wolkensweater, wo ich mir dieses Teddygarn in Kiel geholt, gekauft habe, von Maschenfein. Der wäre natürlich jetzt sehr einfach. Da hätte ich auch nicht das Problem mit den linken Maschen und so. Aber ich möchte eigentlich erst den Gym-Sweater fertig haben, die Ärmel jetzt runterrocken in 2 Abenden und dann einfach weitermachen mit dem nächsten Teil. Dann wäre der schon mal fertig. Ich könnte den jetzt anziehen. Der hat auch genau die richtige Dicke, sagt man das. Also der ist für diese Jahreszeit, der ist nicht zu dick, der ist nicht zu dünn. Ich kann ein Shirt runterziehen, ich kann ein dunkelblaues Shirt, ich kann dieses Shirt runterziehen. Also der ist eigentlich jetzt perfekt. Nicht eigentlich, der ist perfekt. Das wäre dann das Einzige, was mal fertig werden würde. Ja, also
gut, Cumulusbluse habe ich ja auch fertig gemacht. Dann war ich shoppen, oder ich war nicht shoppen, ich habe etwas bestellt und ich habe mir nämlich relativ spontan überlegt, jemandem etwas zu schenken. Und zwar möchte ich einen Saturday-Schwack stricken für jemanden. Und zwar habe ich dafür heute, habe ich das Paket bekommen, das packe ich jetzt mal hier mit euch aus. Auch nichts Tolles. Die, für die ich das stricken möchte, trägt nur schwarz. Und da habe ich mir jetzt einmal hier die Drops Nepal gekauft in schwarz. Und einmal Alpaka Silk von Drops. Die Alpaka Wolle ist im Moment auch im Angebot bei Woll Alley. Ich bestelle ja meine Drops Wolle immer bei Woll Alley. Wenn die mal nicht bestimmte Dinge nicht da ist, hat, gucke ich auf der Drops Seite, dann bestelle ich bei einer anderen. Bei einem anderen Versand, aber im Großen und Ganzen bestelle ich bei Woll Alley, die ist hier in der Nähe, das finde ich irgendwie gut. Und zwar, also die Drops Nepal ist ...65% Wolle, 35% Alpaka, 75 Meter auf 50 Gramm. Und die Brushed Alpaka Silk von Drops ist 77% Alpaka, 23% Silk, 140 Meter auf 25 Gramm. Ja, und ich sehe gerade, ich habe, glaube ich, zu wenig von den Nepal bestellt. Da muss ich nochmal nachgucken. Das ist ja wieder typisch. Ich schaue gleich. Ich schaue dann mal in der Anleitung. Ja, ganz weich werde ich also auf jeden Fall anstricken, weil die Dame jetzt im Oktober Geburtstag hat. Und das ist ein Truck, kann man ja immer mal so nebenbei stricken. Sind zwar auch linke Maschen, aber das ist in Ordnung, denke ich. Das sind meine Strickpläne, wenn nicht was dazwischen kommt. Ich bin ja im Moment ganz froh. Auf Instagram wird man ja dauernd zugeballert mit neuen Anleitungen, mit tollen Pulli-Anleitungen und so. Aber ich muss sagen, die gefallen mir alle nicht, was super ist. Bisher habe ich noch keinen Sweater oder eine Strickjacke oder sonst irgendwas gesehen, wo ich gedacht habe, ja, das muss ich unbedingt haben. Um eben noch mal so einen Strick zu haben, der einen so flasht, dass man sofort anfangen will, wie mir das im Prinzip mit dem gelben Sweater ging von Anne Wenzel. Bin ich ganz froh. Macht weiter so, Leute, entwerft Sachen, die mir persönlich nicht gefallen. Dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie, und zwar, was mir so gefällt. Das sind ja meine Vorschläge, in denen ich euch größtenteils kostenlose Anleitungen vorschlage. Und ich hatte ja eingangs erzählt, dass ich etwas für den Herbst euch heraussuchen möchte. Das habe ich auch gemacht. Und da habe ich gedacht, was passt besser in den Herbst als Handstulpen? Und habe euch 5 kostenlose Handstulpenanleitungen rausgesucht, die wirklich wunderschön sind. Ich muss jetzt doch mal meine Brille wechseln. Ich sehe euch nicht gut. Das ist besser, dann sehe ich euch viel, viel deutlicher in dem kleinen Bildschirm. Also ich sehe euch, ich sehe mich. Ihr wisst, was ich meine. Hallo, schön, dass wir uns sehen. Ich weiß, dass viele von euch meinen Podcast gerade deshalb gucken, wegen der kostenlosen Anleitung. Und freue mich natürlich, wenn ihr mir auch ein Abo dalasst. Dann könnt ihr immer wieder
schauen, was ich euch Neues vorschlage. Im Allgemeinen sind das Dinge, die mir persönlich gefallen. Manchmal schlage ich auch Sachen vor, die ich jetzt nicht so toll finde, von denen ich aber denke, die könnten der einen oder anderen von euch gefallen. Geschmäcker sind verschieden und jeder soll das stricken, was ihm Spaß macht, in der Farbe, die euch Spaß macht. Also das finde ich ja gerade toll, dass jeder so seinen individuellen Style dann durchziehen kann. Wir fangen mal an mit einem etwas aufwendigeren Stulpenpaar. Und zwar sind das die Vireo Valreo Mits von Megan Fernandez. Das ist, die Anleitungen sind leider bis auf eine alle Englisch, weil die deutschen Sachen mir auch nicht so gefallen haben. Ich habe mir auch die deutschen Anleitungen angeguckt. Die fand ich auch nicht so gut. Also ich habe wirklich die mal aufgemacht und geschaut. Da habe ich gedacht, nee, das ist irgendwie, das sieht schon auf den ersten Blick sehr unübersichtlich aus und schwierig nachzustricken. Deshalb dieses Mal mehr englische Anleitungen, aber eine kostenlose, und die könnt ihr über den Ravelry, da gibt es einen Link und da werdet ihr zu einer Seite weitergeleitet. Von dieser Seite könnt ihr die dann downloaden. Ich finde die echt schön. Ich finde die Farbe auch krass, auch zu dem, diese ganze Kombination, die die Dame da anhat. Dieses Muster ist wirklich, wirklich schön. Auch mit den, dass du im Grunde diese Art Zopfmuster hast. Und dann hast du unten an der Hand, kannst du eben nochmal umschlagen. Sieht das aus wie umgeschlagen, zwei rechts, zwei links. Die sind ausnehmend ausgefallen und für eine kostenlose Anleitung wirklich toll, finde ich. Dann habe ich die Emily D. Mits von Paula McKeever. Auch eine kostenlose englische Anleitung. Das ist auch so ein, diese haben jetzt auch ein Muster, wie ihr auf dem Foto sehen könnt. Die sind so ein bisschen verzopft und Lochmuster, finde ich wirklich schön, so ein bisschen wie Blättermuster. Ich kann es gar nicht sagen, aber da gefällt mir die Farbe auch gut. Die sind jetzt sehr kurz, aber man kann die auch gerne länger stricken. Die Farbe ist, könnte ich mir aus einem Tweedgarn, aus so einem grauen Tweedgarn, könnte ich mir die unheimlich gut vorstellen. Auch eine ausgefallene Anleitung oder ausgefallene Stulpen. Ja, mehr kann ich da gar nicht zu sagen, finde ich toll. Dann haben wir die Birdie Smiths von Julia Davis. Auch eine kostenlose englische Anleitung bei Ravelry. Die ist jetzt sehr einfach. Das könnte ich mir vorstellen für mich, dass ich die für mich auch stricken würde, weil die eben aus zwei rechts, zwei links, würde ich jetzt spontan sagen, besteht. Und die hier am Knöchel, am Handgelenk, diese Verzopfung hat. Finde ich wirklich witzig. Man kann natürlich nur zwei rechts, zwei links machen, bleibt einem ja unbenommen. Aber durch diese Verzopfung, dass so ein bisschen aussieht, als ob man noch ein Kettenarmband ums Handgelenk trägt, finde ich die, ich persönlich, das ist für mich schon ausgefallen genug. Ihr wisst ja, ich bin mehr so klassisch. Finde ich wirklich für mich am schönsten. Die würde ich stricken. Dann haben wir noch gemusterte Stulpen, und das sind die Gansey Wristers von Calliope Aronis. Auch eine kostenlose englische Anleitung bei Ravelry. Muster gestrickt. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild so gut sieht, weil die sehr dunkel, ja, in diesem dunkelroten Weinrot, das ist ja Bordeaux schon fast, Garn gestrickt sind. Das sind auch, die sind auch aus handgefärbtem Garn, würde ich sagen. So sieht das aus, weil das so changiert.
Und das sind ist eben verschiedene Muster, die mit rechten und linken Maschen gebildet werden, finde ich wirklich schön. Also ich persönlich stricke sowas nicht so gerne, aber ich finde die Wolle sehr schön, muss ich sagen. Ganz toll. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen von euch das ja auch. Und dann habe ich die deutsche Anleitung, die wirklich jetzt sehr simpel ist, die ich aber irgendwie süß fand. Das sind die Ermelitas von Knit Cats Design. Eine kostenlose deutsche und englische Anleitung. Das sind eben Mittens ohne Daumenloch. Ein sehr einfaches Anfängerprojekt. Und da sind auch schon einige gestrickt worden. Da waren so ein paar Beispiele. Da haben auch Leute, Strickerinnen tatsächlich diese mit Zopfmuster gestrickt, auch mit diesen Mustern, rechte und linke Maschen, verschiedene Streifen. Die fand ich wirklich süß und die sind so ein bisschen weiter gehalten, also liegen nicht so eng an wie die anderen, von den anderen Anleitungen, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Ja, finde ich gut. Zum Nähen. Ihr seht, ich habe ein bisschen die Position gewechselt, um euch mein Hemdblusenkleid zu zeigen. Wer mir auf Instagram folgt, der hat das schon gesehen, wie ich das anhabe. Ich habe aus einem blauen Hemdstoff, den ich auf Molleschen Stoffmarkt gekauft habe, dieses Hemdlosenkleid genäht mit einem Kragen, einer Knopfleiste. Hier wird es gekräuselt. Hier sind Abnäher und Taschen, was mir immer wichtig ist. Von hinten sieht das so aus. Bin sehr zufrieden damit. Der Puppe passt es nicht so. Die ist ein bisschen dicker als ich. Aber macht eine schöne Figur und habe ich echt lange für gebraucht und es ist jetzt endlich fertig. Und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ihr wisst ja, da habe ich öfter drüber gesprochen. Ich finde den Stoff auch wirklich schön für ein Hemdblusenkleid. Ich finde die Farbe schön, die steht mir auch gut. Ja, ich bin zufrieden. Es ist mir gut gelungen. Ich kann mich nicht beklagen. Es ist hier sehr, also die Ärmel gehen bis hier. Das macht eigentlich eine ganz schöne Figur, wenn man damit umgehen kann, dass Arme eben nicht mehr die von einer 20-Jährigen sind, was ich kann, weil das ist so, wie es ist und deshalb schwitze ich im Sommer nicht, weil ich eben dann nicht langärmlich rumlaufe. Es gibt andere junge Frauen, die sehen weitaus schlimmer aus als wir in unserem Alter. Mit den Armen, die ebenso sind, wie sie sind. Kleines Plädoyer für euch. Weil ich weiß, dass viele damit hadern und auch viele das sagen. Ich trage irgendwie nicht so gern. Aber raus, eine Frau ist eine Frau und sieht immer gut aus. Also, ja. Finde, es ist mir gut gelungen. Ich bin ganz stolz. Es hat lange gedauert. Ich würde es nicht nochmal machen. Muss ich sagen. Also, ich wollte es unbedingt mal machen. Aber es ist, ich würde, glaube ich, lieber wieder normale Kleider nähen, die keine Knopfleiste haben, was eben sehr, sehr aufwendig ist. Das wollte ich euch gerne noch zeigen. Und dann geht es gleich weiter mit dies und das. Wir kommen zu dies und das. Es gibt nicht viel zu erzählen. Ich habe mich entschieden, wieder Wolle zu spenden. Das habe ich ja schon mal gemacht im letzten Jahr. Ich habe nochmal meine ganzen Wollkisten durchsucht und habe gedacht,
Da muss was weg, gerade diese ganzen Einzelknäule, da würde ich nie irgendwas Streifiges mehr rausstricken. Ich hatte noch so viel Dropswolle, dieses Baby Merino in verschiedensten Farben. Ich habe auch teilweise, ich habe mal handgefärbtes Garn geschenkt bekommen. Das habe ich immer liegen lassen, habe gedacht, ja super, das ist ja echt zu schade, um es wegzutun, aber es sind nicht deine Farben. Das habe ich, also ich habe wirklich viel gespendet und habe mich auch entschieden, mich von einigen gestrickten Dreieckstüchern zu trennen. Ich blende euch mal die Bilder ein von den Sachen, von denen ich mich getrennt habe und sag euch mal warum. Das ist also einmal der Cowboys und Angels von Isabel Krämer. Den habe ich mir in diesen Gelbton gestrickt und hatte ja von der Elke Bohai mir mal bei einem Tag der offenen Tür bei ihr, habe ich mir diese Fluse gekauft, das war, meine ich, auch Alpaka, so ein ganz, ganz weiches, wunderbares Alpaka-Garn. Ich hätte aber zwei Stränge gebraucht, sie hatte aber nur noch eins. Dann habe ich nur die Muster, also diese Lochmuster Partien habe ich in diesem doppelten Faden gestrickt und die anderen Partien habe ich ohne diese Fluse gestrickt. Und die Partien, wo dieses doppelt gestrickte war, also der Faden doppelt verstrickt gewesen sind, die waren toll und die anderen gefielen mir nicht. Die Farbe war mir zu knallig. Mir gefiel die Kombination nicht von diesem Flusegarn und das ist, meine ich, von Einödwolle gewesen. Sehr schöner Ton in Kombination mit diesem dunklen Gelb. Das war so ein Orange-Senf-Gelb. Und ich habe den nie getragen. Ich habe den, sagen wir mal, zwei, dreimal getragen hier zu Hause. Aber ich fand ihn halt nicht schön. Nicht so schön, wie er hätte sein können. Und ich habe den aber total gerne gestrickt. Und habe den ja jetzt auch schon Jahre hier liegen gehabt. Ich habe gedacht, so, jetzt gibst du ihn ab. Und dann strickst du dir ein neues. Dann kaufst du dir nochmal ein schönes Fluse von der Elke, zwei Knäule und dann ein einfarbiges Fingering oder ein Lace-Garn. Ich werde wahrscheinlich ein Lace-Garn nehmen dazu. Und dann strickst du dir den einfach nochmal, weil mir der wirklich gut gefallen hat. So, den habe ich also abgegeben. Dann habe ich abgegeben den. Ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Es war auch eine Anleitung von Isabel Krämer. Auch wunderschön, dieses Tuch hatte ich mit Cool Wool von, ist das Lana Grossa, also Cool Wool gestrickt, in diesem dunkelblauen, in diesem Cremeton und habe den auch ein paar Mal umgehabt, aber diese Wolle hat überhaupt nicht gewärmt. Vielleicht heißt sie deshalb Cool Wool, aber der Sinn dieses Tuches sollte ja sein, wenn es mir abends frisch am Hals wird, dass ich mir das umlege und dass es mir dann kuschelig warm ist. War es aber nicht. Es hat nicht gewärmt. Null. Es war nicht das, was ich erwartet habe. Den habe ich ja auch vor Jahren gestrickt, dieses Tuch. Und da habe ich gedacht, der kommt jetzt auch weg. Würde ich auch gerne nochmal stricken. Vielleicht habt ihr einen Tipp, welche Wollqualität ich dann nehmen soll. Das ist ein Fingeringgarn gewesen. Könnte auch gerne etwas dicker sein, vielleicht in Decay. Der soll auch nicht flauschig sein, aber habt ihr eine Idee, welche Wolle ich da nehmen könnte, die mich wirklich warm hält? Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da ein paar Vorschläge habt. Schreibt das doch bitte in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich habe also jetzt schon mit Alpaka, mit dem Gedanken an Alpaka-Garn gespielt. Ob das wärmer ist, aber normalerweise ist Schurwolle ja auch warm. Ich weiß gar nicht, warum das nicht gewärmt hat. Egal. So, der war weg. Dann habe ich mir mal so ein Trachtentuch
gestrickt. Das hatte ich ja auch aus dem Internet. Das war keine Anleitung. Das hatte ich irgendwo gesehen. Und habe gedacht, oh, das war so eins der, ich glaube, das war das erste Tuch, was ich überhaupt gestrickt habe. Damit hatte ich wieder angefangen, bin ich wieder ins Stricken reingekommen und habe, das war auch weich und alles, aber ich habe es auch nie getragen, weil die Form komisch war. Also das war hier zu kurz, dafür war es hier zu lang. Also das habe ich mit den Zunahmen, ich meine, ich habe nur in der Mitte zugenommen. Oder nur außen zugenommen. Das war so kraus rechts gestrickt und dann waren da so, wurden da so Krebsmaschen drumherum gehäkelt. Die habe ich in einem, das war so ein Anthrazitton, so ein meliertes Garn. Ich meine auch von Drops. Auch ein Alpaka-Garn muss das gewesen sein. Und dann eben in Gelb und Orange habe ich diesen, habe ich das also umhäkelt. Optisch war das wirklich toll, aber es war, ich weiß nicht. Also, das war auch weg. Und dann habe ich mich entschieden, meinen von Chris Berlin, sagt mir, wie heißt er noch, Golding abzugeben, an dem ich ja über ein Jahr gestrickt habe. Da habe ich ewig dran gestrickt. Die Wolle war doof, die Größe war doof, der war viel zu groß. Ich habe dünne Wolle genommen, der war total löchrig. Ich stricke ja dann, wenn ich eben gerade linke Maschen stricke, ist das Gestrick eher locker, finde ich. Und das war so löchrig und also mir gefiel der von dieser ganzen, vom Maschenbild überhaupt nicht. Das Patentmuster war schön in der Mitte, aber eben dieses oben und unten und das zieht sich ja hier dann an den Seiten lang. Das gefiel mir alles nicht. Da strickst du ja eins rechts, eins links. Den habe ich auch abgegeben. Das war's. Ich hatte mir mal einen Mantel bei Sinn gekauft und habe so eine, da, dann gibt es ja diese großen, riesigen Papiertüten. Das war ein Wintermantel. Da war wirklich, brauchtest du eine große Tasche für. Und die war echt bis oben hin voll mit Wolle und den Stricksachen. Und ich war erleichtert. Ich habe lange überlegt. Ich habe gedacht, sollst du das wirklich machen? Ich war wirklich erleichtert, dass die Sachen jetzt endlich weg sind. Die haben Unmengen Platz in meiner Schalschublade weggenommen. Ich habe immer drin rumgewühlt und musste dann was suchen und hatte die dann immer in der Hand und habe gedacht, könnte sie ja auch mal anziehen. Habe ich aber nicht. Weg. Weg, weg. Vielleicht stricke ich mir die nochmal. Vielleicht bin ich auch einfach nicht der Dreieckstuch-Typ. Fragt mich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, das waren so meine Erlebnisse. Ich habe sonst eigentlich nichts zu berichten. Ja, der Sommer ist vorbei. Es war ganz schön. Ich habe viel draußen gesessen. Der Sommer hat mir gut gefallen. Der war nicht so heiß. Man konnte viel draußen sitzen. Es hat zwar auch viel geregnet im Juni und so, aber einer Strickerin macht das ja nichts aus. Du sitzt und strickst und bist eben nicht draußen. Und es war eben auch nicht so heiß, dass man nicht draußen stricken konnte. Ich stricke ja auch gerne auf meiner Terrasse. Dann habe ich, wenn es halt sehr heiß war, habe ich nicht gestrickt. Aber im Großen und Ganzen habe ich den ganzen Sommer durchgestrickt und finde, ich habe auch viel geschafft, dass ich ja jetzt alles wieder aufribbel. Ja, so ist das. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts zu berichten. Das war's. Ich wünsche euch eine gute Strickzeit. Macht's euch nett. Ja, ich hoffe, wir haben noch einen schönen Herbst mit vielen Sonnentagen, die wir im Wald verbringen können, die wir verstricken können. Und ja, so machen wir das. Dann wünsche ich euch eine ganz, ganz schöne Zeit, bis wir uns wiedersehen. Vielleicht Ende nächster Woche
mit meinen Herbstinspirationen. Habt da schon was, worauf ihr euch freuen könnt. Bis dahin, tschüss!